Stein! Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu der fünften Folge von Amadra Altes Live. Ja, wir sitzen hier so wunderschön, die Sonne blendet in unser Gesicht und neben uns sitzt eine bekannte Person namens Felix Wimmer. Hallo. Hallo Wimmer. Wie geht's Ihnen heute? Ah, soweit so gut, Herr Falkner, soweit so gut. Und Ihnen? Okay. Ja, haben Sie denn Ihre Pillen heute schon genommen? Ach, dieser Insider, Kevin, den können Sie nur bei mir erfahren. Achso, du bist ganz schön fies, weißt du das, zu deinen Zuschauern? Wieso? Ach, diesen Insider, ne? Den hast du ja nicht aufgenommen, den habe ich ja aufgenommen mit deiner Frau. Und welche Lieferdienste gibt es hier? weiß nicht, muss man eins aufmachen, dann wär's der Erste. Okay. Ob die zuverlässig sind, ich weiß nicht, wie wir mein Päckchen heute noch haben. Meine Frau und ich sind nämlich gerade auf dem Weg, Kinder zu zeugen, und ohne das Mittel, was in dem Päckchen drin ist, da. Sie sind gerade auf dem Weg, Kinder zu zeugen, du und deine Frau. Okay. Ja, das ist ein bisschen blöd, ich brauche diese Pillen, weil sonst können wir keine Kinder kriegen. Was? Sicher, dass sie nicht eher einen Arzt aufsuchen sollten? Nein, danke, Herr Wimmer, aber ich danke beide. Ne, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Diese Pillen, um meiner Frau Kinder zu zeugen. Gibt es denn hier einen Lieferservice? Da kommt doch kein normaler Mensch drauf. Was sagen wir heute? Herzlich willkommen zu Let's Play. Ich zünde die Rakete! Oder auch nicht? Wer ist denn das gemacht? Wow! Wer ist denn das gemacht? Ah. Darf ich jetzt eins sagen? Bitte sag mir, im Sperrgebiet ist es nicht erlaubt, eine Rakete zu zünden in der Safe Zone. Warum? Möchtest du echt vorfahren? Okay. Jetzt, Junge! Du fährst geradeaus los. Ich denke, okay, fährst du vor und dann bleibst du mittendrin stehen. Ist ja nicht so, als wäre doch links irgendwo Platz oder so. Man bleibt einfach mitten in der Straße stehen. Weil warum auch nicht? Na, kommen wir hier dann irgendwie weiter? Ja, wir kommen da hinten wie auf die Straße, die da. Scheiße! Was denn? Was denn? Wimmer! Wimmer! Hätte ich jetzt ein Warndreieck, hätte ich es aufgestellt, aber. Oh, der Graben Gott. War dann, doch ein bisschen zu tief. Wie bitte? Zum Glück hatte ich ja ein Medikit und einen Reparaturkasten dabei. Gott, ich. Boah! Nee! Warum? Jetzt hätte ich wegen dir fast einen Unfall gebaut. Ja, nein, ich war das stehende Fahrzeug. Ich war nicht hier der Schuldige, ne? Also. Ach, jetzt bist du wieder der Unschuldige, oder was? Immerhin bin ich verletzt. Aber wie sieht denn deine Zukunftsplanung aus, wenn du mich schon nach meiner fragst? Nein! Nein, oder? Ich hab abgebremst. Ich hab's rechtzeitig gesehen. Meine Zukunftsplanung? Jo. So, Sekunde mal, ich muss mich gerade eben suchen. Ich fahre hier vollkommen falsch. Nein. Ja, also ich möchte mal eine eigene Wohnung haben, eine Frau mit zwei Kindern. Du meinst YouTube, oder? Ja. Okay. Nein, ich werde einfach aufnehmen und hochladen und aufnehmen und hochladen, so lange ich halt spielen kann, oder? Bis ich alt werde. Mit 60 Jahren noch im altes Live. Es gibt tatsächlich eine 79 Jahre alte Oma, die nimmt Skyrim auf. Ernsthaft? Ja. Und sowas erfährt man auf Twitter. Immer, ich sehe wegen deinem Rauch nichts, ne? Ich kann, wenn du abbremst,
Sag mir Bescheid. Ich bremse ab. Nein. Ich habe so getan und das bringt mich jetzt ins Schleudern, aber ich habe mich hier gefangen. Ja, ich hab's gesehen. Soll ich mal mit Überholmanöver starten? Wenn man lasst das! Soll ich mal? Ich spiel doch mit dem Feuer. Ich meine, habe ich kein Reparaturkit mehr. Du spielst mit dem Feuer? Irgendwie überholst du aber ganz schön aggressiv von links. Okay, lassen wir's. Wir lassen es besser. Jetzt bremse ich schon ab, ne, dann bremst du auch ab. Was ist denn das für ein Mist hier? Man will dich dann schon überholen lassen. Wenn wir haben die Auswahl verpasst. Nein, haben wir nicht. Okay, dann fährst du einfach mal vor, ich fahr die Nase. Hier ist unsere Ausfahrt. Die sehen nur nicht alle. Aber ich als geübter Ranger. Ja. Ich mach das. Weißt du, wir müssen nur auf diesen gefühlt 1 Kilometer hohen Berg hochfahren und dann runter und dann stirbt einer von uns, aber dann sind wir da. Oder wir nehmen einfach die 200 Meter Hügel, die wir links nehmen. Are you still alive? Ja. Are you okay? Bin ich noch. Guck mal, Windmühlen. Ah, Windmühlen. Respekt. Ja, ich hab nicht auf den Bildschirm geguckt. Also doch wieder auf dein Handy? Nein, auf das Surface. Hm. Und jetzt voll den Wimmer rein. Ich schütte gerade den Kopf für all die, die es nicht sehen können. Ich produziere es halt nur, ne? So, jetzt mit Vollgas da runter. Wenn wir jetzt voll in der Pampa stehen geblieben wären wegen dir, ne? Wenn man passt bitte auf, ne? Nein, Stein! Oh Gott. Scheiß. Ich habe nur beschädigte Räder, aber sie leben noch. Sag mal, sollst du dein Fahrzeug reparieren? Ich hätte ein Repair-Kit, aber ich glaube, ich brauch's eher. Noch fahre ich. Ich rutsche hier den Berg runter, ganz ehrlich. Das ist, boah, ist das geil. Ist okay. Das ist, wie man hier. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen hier bei solchen Bergen, dass man so schön rumwabert mit dem Geländewagen, aber gut. Gar nicht. Hast du es eigentlich geschafft, in deinen letzten 4 Folgen schon mal eine Waffe zu erhaschen, oder bist du einfach nur gestorben? Ich bin einfach nur gestorben. Okay. Wann hast du denn vor, dir mal eine Waffe zu erhaschen? Nach der ersten Kupferfahrt. Denn wenn ich bis dato noch nicht überfallen wurde, mache ich es nach der ersten. Wenn ich überfallen werde und sterbe, kaufe mir eine Waffe. Also wenn wir jetzt überfallen werden, dann opferst du dich und ich fahre weg, okay? Okay, ja, können wir machen. Ja, Wimmer, ich glaube, ich habe allen gesagt, du darfst aussagen. Ich darf aussagen? Hast du allen aussagen gesagt? Ja. Ja, dann bleibt an meiner Stelle festzuhalten, dass es mir durchaus Spaß gemacht hat, sogar sehr, Kupfer nach langer Zeit mal wieder zu fahren. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht. Wimmer, du hast es hinter dich gebracht. Hinter dich? Hinter uns? Hinter mich oder hinter uns?